Hallo meine Lieben, ich begrüße euch wieder mal zu einem neuen Video auf den Nachdenkseiten. Heute geht es zum Thema die Antideutschen und ein bisschen was über die Wahlen noch und wie man das so gestalten könnte. Ich wünsche euch ganz viel Vergnügen. Bis gleich. Grüß Gott, meine Lieben. Heute berichte ich euch über die Antideutschen und sage meine Meinung zu den Wahlen in Thüringen und Sachsen. Aber das alles kommt erst dann ein bisschen später, ich weiß nicht, vielleicht Minute 8 oder so. Also bitte dranbleiben, weil wozu mache ich mir sonst die ganze Arbeit, nicht? Immer diese neudeutsche Ungeduld. Also, die Antideutschen, nein, nicht die Grünen, die Linken auch nicht, die auch nicht die Antifa. Nein, ich meine auch nicht diese hyperventilierenden Nazi-Rufer, die bei jedem konservativen Mucks gleich die Fackeln und Mistgabeln rausholen. Nein, ach, die wissen doch eh gar nicht mehr, wo links aufhört und rechts anfängt. Also mit denen, ich habe fertig, das geht hier rein, da raus. Da ist Hysterie vorprogrammiert und die mag ich nicht, weil ich bin eine Bayerin. Die Grünen wollen Deutschland abschaffen und die AfD die EU. Was wäre jetzt euch lieber? Ja, es stimmt ja beides nicht ganz, klar, aber Fake News sind der Renner momentan total en vogue. Ob Korrektiv oder andere Wahrheitskommissionen, der Quatsch ist überall dieselbe Soße, auch im TV. Oder wie es Henrik Broder so schön sagt, die Öffentlich-Rechtlichen senden zu 80% Propaganda und 20% Schrott. Der darf alles sagen. Ich bin ihm wirklich neidisch. Dieter Hildebrand hat es damals noch getoppt. Der hat gesagt, die Öffentlich-Rechtlichen haben die Hosen gestrichen voll und die Privaten senden das, was drin ist. Die Antideutschen, also nicht als Schimpfwort, sondern als politische Strömung, die gibt's mit Wikipedia-Eintrag. Tatsächlich, ja. Nicht verwechseln mit Germanophobie. Das ist, wenn einer schon beim Anblick eines Deutschen also Panikattacke kriegt. Die Antideutschen sind eine Gruppe, die sich gegen das richtet, was sie als typisch deutschen Nationalismus empfinden, speziell seit der Wiedervereinigung. Karl Marx hat ja schon 1844 gefordert, Krieg den Deutschen zuständen. Aber Marx liest eh keiner mehr, also außer Sarah, die hatten schon lang gelesen, nicht? Aber dann gab es ja dann noch jemanden, und zwar den britischen Diplomaten Robert Vansittart, der meinte, die Deutschen, alle Deutschen seien pathologisch aggressiv, also krankhaft aggressiv wie ein Pitbull auf Koffein. Und sie hätten die Welt schon seit Tacitus gestört, die Deutschen, seit den alten Römern. Und dieser Nazi-Tinnitus, der beschreibt die Germanen als wilde Barbaren, schwach bewaffnet. Das stimmt, also wenn man die Bundeswehr so anschaut. Nicht? Aber tapfer im Kampf und voller Wertschätzung für ihre Frauen. Mhm. Fromme Menschen, die auf Orakel vertrauen, also auf die Bild oder sowas oder die Tagesschau. Er kritisiert aber eine gewisse Disziplinlosigkeit. Der Kampf, meinte Tacitus, sei den Germanen wichtiger als die Mühe täglicher Arbeit. Also das wären dann eher die heutigen Grünen. Er zeichnet das Bild eines faulen, dem Müßiggang verfallenen Volkes, das lieber seine Alten arbeiten lässt, als sich selber um Haus, Hof und Feld zu kümmern. Das ist ja eine Unverschämtheit, gell? Dieser blöde Römer. Naja, gut, er spricht ja von den Männern. Aber das mit der Aggression hat dieser Vansittart natürlich mitten im Zweiten Weltkrieg gesagt. Gut, es versteht man. Aber heute, also ehrlich, mit dieser Aggression, da fühle ich mich überhaupt, ich persönlich mich nicht angesprochen. Ich bin mehr so ein stoischer, pragmatischer, menschenfreundlicher Typ. Bayerisch halt, nicht? Also privat. Als Kabarettistin nicht. Da bin ich Pitbull. So, und Sie, fühlen Sie sich wie ein Kampfhund auf Koks? So pitbullisch? Ich glaube, wir sind doch momentan alle eher ein bisschen resigniert. Ja? Weil zuerst ist man erstaunt über die Zustände, dann fassungslos, dann empört.
dann bäumt man sich auf, rebelliert, dann langt man sich nur mehr ans Hirn und dann schüttelt man den Kopf, bis er fast aus der Fassung fällt und dann resigniert man, verzagt und gibt auf. Das ist gewollt. Ja, das ist schlimm, weil dann ist ganz aus. Natürlich ist es gewünscht. Komm, Volk, sei ruhig. Und dann rauchst du eine Tüte, schaust in die Wolken und das war's. Nicht, weil ein Bekiffter rebelliert nicht, der chillt. Sage ich doch immer schon. Deswegen ist Cannabis eigentlich hochpolitisch. Also eigentlich auch Bier, so gesehen, aber das ist ein anderes Thema. So, jetzt, was die Aggression angeht. Also, da könnte ich vielen eine Diagnose stellen. Den nicht-deutschen Messerstechern, aber auch zum Beispiel den Briten mit ihrer historischen Kriegslust oder den Amis mit ihren über 200 Kriegen, die sie angezettelt haben. Ja, bitte, nicht nur der Russ, gell? Komm. Aber wir Deutschen sind immer die Schuldigen. Wir schleppen unsere Erbsünde mit wie einen Betonklotz. Nur ein Deutschlandfähnchen nicht am Schlüsselanhänger so klein, zack, bist du ein Nazi. Ach, also komm, die meisten Deutschen im Jahr 2024 sehnen sich doch nach nichts anderem als Ruhe. Ruhe in Ruhe, Arbeit in Ruhe, Leben, nicht ständig Angst haben müssen vor irgendwas, vor Denunziationen oder Ignoranten oder Migranten, vor der Regierung, der Kriegslust, der Profiteure und sich in ihrer Umgebung einfach sicher fühlen wollen sie. Das klingt doch vernünftig. Bitte auch ohne Inflation, die einem den letzten Cent aus der Taschen frisst. Aber das Schuldgefühl, gell, das nagt, das ist ja so wie ein fauler Apfel in einem Korb. Schuld und Angst, damit hältst du jeden klein, weil ein Volk ohne Angst wird frech. Ich sag's euch ganz deutlich, eine Generalschuld lehne ich kategorisch ab. Ich lehne das ab. Aber so militant, wie sich manche Menschen heute aufführen, da frage ich mich schon, ob die nicht ganz vorn mit dabei gewesen wären, gell, damals, und so von sich überzeugt, wie gut sie jetzt sind. Rein hypothetisch natürlich. Für Edeka zum Beispiel sind die Blauen die größte Bedrohung einer vielfältigen Gesellschaft, sagen die. Hui, die meinen wahrscheinlich die Alkis, die sich aus Verzweiflung über die Politik nur mehr volllaufen lassen. Ausgerechnet Edeka mit der Vergangenheit. Gebete, Kusch. Der Generaldirektor Fritz Bormann trat 1933 stramm in die NSDAP ein. Das Unternehmen handelte fortan auch stramm nach Führerprinzip. So. Oder die Grünen, gell? Keine Waffen in Kriegsgebiete. Lalalalalalalala. Und jetzt gilt wieder Frank Zappa. Die Politik ist die Unterhaltungsabteilung der Rüstungsindustrie. Also, jetzt mal Tachlis. Es gibt einen Unterschied zwischen Schuld und Verantwortung. Keine Schuld, aber Verantwortung. Das ist mein Credo. Und als Deutsche mit Migrationshintergrund, meine Mutter kam aus Tschechien, Vorfahren aus Ungarn, nicht, trage ich eine Mitverantwortung dafür, dass so etwas nie wieder passiert. Einverstanden. Aber dieser leichtfertige, oberflächliche Umgang mit dem Wort Nazi, das ist einfach nur pervers, das ist pervers. So, jetzt haben wir, weiß nicht, ob nicht auf die Uhr geschaut, vielleicht 8 Minuten, ein bisschen weniger so, circa, ne? Und für alle, die noch dabei sind und nicht nur in TikTok-Länge denken können, zum Thema Wahlen. So ist die Situation, das ist die Realität, nicht? Und dann, also, dann kommt dieser Mario Vogt daher, ich kann den überhaupt nicht leiden. Gehört nicht dazu. Aber weil er labert, das ist so verheuchelt, er labert ständig von Volkeswille und so ähnlich, nicht? Und Demokratie, und er will nur tun, was die Bürger wollen, im Auftrag der Bürger und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Und was macht er dann? Er baut eine Brandmauer. Gut, also er kann ja da auch nicht aus, nicht? Doch. Obwohl vereinzelt schon, vermutet man in der CSU so langsam ein bisschen, dass man sich da vielleicht selber beinstellt. Gell? Leute, ich bin fanatisch demokratisch, seit ich denken kann. Und ich lasse mich ganz ungern vor irgendeinem Parteikarren spannen.
Aber wenn man jetzt den Willen der Bürger ernst nehme, Konjunktiv, nicht, dann hieße das, 60% sind für einen konservativen Kurs. Ja, und was sagt uns das? Koalition aus CDU und AfD. Ja, jetzt fliegen wieder gleich die Fetzen, Flügel schlagen, die Hektik nicht. Aber warum? Erstens, Freunde der Nacht, wir leben in einer Demokratie, und die AfD wurde demokratisch gewählt, nicht? So viele das auch schmerzen mag, nicht? Aber der Verfassungsschutz, der ist ja auch nicht ganz sauber. Komm, mit die Freintel, von die Freintel, von die Freintel, von die Freintel, von alle Freintel, Freintel, Freundherrl. Komm, gut. Anderes Thema. Zweitens, wenn die AfD in Regierungsverantwortung käme, müssten oder könnten, je nachdem, wie Sie das sehen, dann müssten Sie ja mal beweisen, was Sie überhaupt drauf haben. Oder eben nicht. Nicht? Es gibt Parteien, die sind durch Koalition ganz kaputt gemacht worden. Merkel konnte das super, mit der SPD zum Beispiel. Na, drittens, wir Bürger müssen uns nicht mehr spalten lassen und uns gegeneinander aufhetzen lassen. Nicht? Das überlassen wir dann der Koalition. Die dürfen sich gerne von uns bezahlt die Köpfe einschlagen. Das ist ihr Job. Verstehst du? Die Politiker sollen ihre Differenzen gefälligst im Parlament selber austragen. Das ist doch der Sinn einer repräsentativen Demokratie, würde Annalena sagen. Repräsentativen. Gott, diese Fremdwörter. Repräsentativen und parlamentarischen Dekro-Krematorium. Also, man delegiert. Das ist eine Regierungsform. Also, falls Sie es nicht so im Kopf haben gerade, bei der leider nicht die Bürger über die Politik entscheiden, keine direkte Demokratie, leider wie in der Schweiz, nicht, sondern es entscheidet das von ihnen gewählte Parlament. Das Parlament ist dafür verantwortlich, im Namen des Volkes Gesetze zu erstellen, politische Entscheidungen zu treffen und die Regierung zu überwachen. Im Namen des Volkes heißt es, gell? Nicht im Namen der CDU, nicht im Namen der Grünen, nicht im Namen der Blauen, auch nicht der Roten, der Gelben oder sonst wen. Im Namen von uns. Ja. Aber was passiert stattdessen jetzt, wenn wir Pech haben, kommt jetzt die nächste unsinnige Koalition um die Ecken, vielleicht mit vier Parteien, gell? Also eine zusammengeschusterte Zweckkoalition, ein verkrampftes Flickwerk von Kleinstparteien, gell? Vier gegen einen, die null zusammenpassen, wie unsere Regierung, so ein Ampelgehampel, die gefühlt alles falsch macht, was man nur falsch machen kann. Die Wirtschaft geht am Bach runter, Energiepreise sind absurd hoch, die Inflation allgegenwärtig und die Menschen haben Angst, wovor auch immer. Und der Sündenbock ist immer irgendjemand anders. Nur sie selber sind nicht schuld, gell? Und wenn ich dann irgendjemand frage, ich frage es immer einfach direkt, gell? Wenn jemand schreit, Nazi, dann sage ich, bitte erklär mir sachlich, warum ist die AfD undemokratisch? Moment. Nicht gleich, ja, ich sage, erkläre es, aber bitte ohne die Floskeln gesichert rechtsextremistisch und Nazi, ohne. Argumentiere sachlich, ruhig, ohne diese platten Floskeln. Also, die Moderatorinnen müssen das ja Tag und Nacht eine Woche lang geübt haben, gell? Gesichert rechtsextremistisch. Nach dem Zähneputzen, vor dem Schlafen geht immer. So wie Fischers Fritze fischt frische Fische. Bevor die das, Baerbock hat das übrigens nie gesagt, gesichert rechtsextremistisch, aber die bringt das gar nicht raus. Ja, also wenn so, da wird es dann dünn, nicht? Da können Sie zuschauen, wie sich die Argumentation der Leute in Luft auflöst. Kommt selten was Sinnvolles, Handfestes zurück. Die Leute haben das Parteiprogramm nicht einmal gelesen, nicht? Die plappern irgendwas nach. Aber das ist auch nicht nötig, dass Sie es lesen, weil März ist ja eh schon nachplappert, das AfD-Programm. Und irgendwo im Netz geistert noch ein Video von mir rum, da habe ich das Wahlprogramm der CDU-CSU von 2003 oder 2004 zitiert. Da hat es geheißen, die Zuwanderung darf nicht überhand nehmen, sie gefährdet unsere, was weiß ich, googeln Sie es mal, Sie finden es nicht. Also jetzt wissen wir es, die AfD hat ihr Wahlprogramm von der CDU geklaut. Lustig, das, wie Merkel das damals mit den Grünen gemacht hat, einfach deren Ziele geklaut hat sie. Nicht schlau, aber vorbei, nicht? Wir wissen ja, wir schaffen das, nicht? Und Merz macht das auch so, der klaut jetzt Ziele von der AfD. Ja,
die Argumentation gegen die AfD, also nochmal, wenn Sie jemanden fragen, weil ich möchte schon, dass jemand genau weiß, warum er sie nicht mag, nicht? Aber ohne das Gefloskel ist die Argumentation meistens löchrig wie ein Schweizer Käse. Nicht? Und das erinnert eher an eine Papageienhorde, eine propagandistische, die an, als an durchdachte politische Rhetorik. Apropos durchdacht, jemand hat neulich gesagt, ein österreichischer Fußballer kann sich ja jetzt schon sinnvoller ausdrücken als ein deutscher Politiker. Kopf hoch, meine Lieben, trotz allem Kopf hoch. Würde ich auch den Politikern gerne empfehlen, Kopf hoch. Aber es ist halt schwierig, wenn der Kopf tief im Anus der USA steckt. Aber hey, man muss ja auch gar nicht aufrecht stehen, nicht wozu. Wie heißt es so schön, wer kriecht, kann nicht stolpern. Alte Büroweisheit. Ja, meine Lieben, also unser Zustand im Moment ist gefühlt so. Und unsere Zukunft ist hoffentlich nicht so gerupft. Viel Glück. Eine schöne Zukunft wünsche ich uns.